Hallo, ich begrüße euch heute mal wieder zu einem neuen Video bei Schmitz Reisemobile. Ja, heute geht es um die fachgerechte Nachrüstung von Fenstern. Es gibt ja im Grunde so, ja, man kann sagen, eigentlich bei Fenstern zwei Kategorien. Es gibt einmal die Kastenwagen mit Metallkarosserie und es gibt das klassische Wohnmobil, teilintegrierter, vollintegrierter Alkoven mit klassischer Sandwich-Bauweise, die im Regelfall ja, 30 mm stark ist. Und das zeigen wir euch heute, wie es bei einem klassischen Wohnmobil mit 30er Sandwichwand richtig gemacht wird. Bei dem Kastenwagen, den ihr hier im Hintergrund seht, den werden wir demnächst komplett zum Wohnmobil ausbauen. Da werden wir die Fenster auch nachrüsten. Da ist es tatsächlich wesentlich aufwendiger, die Fenster nachzurüsten, wie beim klassischen Wohnmobil. Also kommt mit, ich zeige euch jetzt mal, wie es funktioniert. Damit beim Ausschneiden des GFKs nicht die Konstruktion beschädigt wird, kleben wir vorher den Bereich außen ab. Der Ausschnitt wird von innen und außen vorgezeichnet, dann wird eine Markierungsbohrung gemacht. Ja, und dann geht es los. Das sieht doch wirklich schon gut aus. Jetzt wird reichlich Dichtmasse aufgetragen. Das Fenster wird von außen eingesetzt und von innen zusätzlich verschraubt. Das Herausquellen der Dichtmasse ist wichtig. Daran erkennt man, dass genug Dichtmasse zwischen Fenster und Ausschnitt zum Abdichten vorhanden ist. Und innen wird dann das Rollo- und Fliegengitter noch montiert und fertig ist die Fenstermontage. Ja, ihr seht, für Leute, die Routine haben, ist das alles kein so ein schwieriges Hexenwerk, so ein Fenster mit einzubauen. Jedoch ist es auch so, ja, wie ihr gemerkt habt, man hat dort wirklich nur einen Versuch, so ein Fenster mit einzubringen. Deswegen ist es so exorbitant wichtig, erst in Ruhe wirklich alles sauber anzuzeichnen, die zwei kleinen Kontrollbohrungen zu setzen und dann erst auszuschneiden, weil wie gesagt, zweiter Versuch ist nicht oder es wird richtig teuer. Man kann solche Sandwichwände auch reparieren, auch wieder fachgerecht reparieren, aber das sind dann richtig teure Geschichten. Ja, zur Abdichtung gibt es unterschiedliche, ja, hier gibt es, da streitet sich ein bisschen die Fachwelt. Ich zeige mal, warum das so ist. Ich habe hier mal so eine Sandwichwand. Und das ist eine Original-Fahrzeugwand, 30 mm stark. Das heißt, hier ist eine Art PU-Schaum in der Mitte, beziehungsweise eine Art Styropor, ein Isolierschaum. Und dann werden beidseitig 2 mm GFK-Platten angepresst. Das isoliert verdammt gut, aber, und das ist etwas, was viele unterschätzen, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich kann hier so eine Wand, die hat halt keine Steifigkeit, wie jetzt hier so ein Kastenwagen. Er ist von der Torsion her viel, viel steifer. Und so ein Wohnmobil, das wissen viele nicht oder vermuten es auch gar nicht, hat eine relativ hohe Torsion und bewegt sich immer ganz ordentlich. Und das Ganze sogar im Extremfall bis zu 1 cm. Und hier raus kommt nämlich jetzt das Resultat, dass es unterschiedliche Meinungen gibt beim Abdichten der Fenster. Es gibt Leute, die dichten das komplett ein. Die sagen, komplett flächig verbunden, gibt mehr Kraft, also Steifigkeit in die Wand mit rein. Wir sind da ein bisschen anderer Meinung. Wir nehmen nämlich die dauerelastische Dichtmassen von Dekalin. Das Dekasil 8936, das bewegt sich mit, das macht die Bewegung mit, weil wir der Meinung sind, wir können, egal was wir machen, diese Torsion werden wir niemals beim Wohnmobil komplett in den Griff kriegen. Aber das ist wie alles im Leben, mehrere Wege führen nach Rom und führen da zum Ziel. Das ist das Themachen. Wie immer, wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch, redet mit uns. Ihr wisst ja, bevor wir anfangen zu montieren, sprechen wir immer mit euch und dann erst fangen wir an zu montieren. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Euer Ralf Schmitz von Schmitz Reisemobilen.